Hallo ihr Lieben, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr diesen hübschen Dekopilz häkeln könnt. Ich benutze dazu ein ziemlich dickes Baumwollgarn. Das hat bei 50 Gramm 75 Meter. In Weiß und Rot. Ihr könnt natürlich auch andere Pilze in Brauntönen häkeln. Natürlich braucht ihr noch Watte zum Ausstopfen und eine passende Häkelnadel. Ich nehme hier eine Häkelnadel mit der Stärke 3. Und ihr fangt an mit einer Schlaufe oder einem Fadenring. Ich mache meistens eine Schlaufe, aber ich mache jetzt mal einen Fadenring. Einfach den Faden ein- oder zweimal, wie ihr es besser könnt, um den Finger wickeln. Schlaufe durchholen und noch eine Schlaufe. Und nun können wir unsere festen Anfangsmaschen hier reinhäkeln. Insgesamt 6 feste Maschen häkeln wir jetzt in diese Schlaufe. 2, 3, 4, 5 und 6. Hier an dem Fadenende können wir die Schlaufe zuziehen. Und nun verdoppeln wir jede Masche der Vorrunde. Da ich insgesamt 6 feste Maschen hatte, komme ich dann auf insgesamt 12. Also immer 2 feste Maschen in jede Masche der vorherigen Runde. Ich häkel gerne am Anfang den Anfangsfaden noch ein Stück mit, indem ich ihn einfach so über die Maschen lege. Dann wird er quasi ins Innere in die Maschen mit eingehäkelt. Und so wird das Ganze noch ein bisschen stabiler, dass ich dieser Fadenring auch auf keinen Fall wieder aufziehen kann. So, also insgesamt haben wir jetzt 6-mal eine Verdopplung vorgenommen. Also immer 2 Maschen in jede Masche gehäkelt. In der nächsten Runde nehmen wir wieder 6 Zunahmen vor. Da verdoppel ich jede zweite. Also eine feste Masche häkeln und in die zweite häkel ich 2 feste Maschen. Und das mache ich auch insgesamt wieder 6-mal. Dann komme ich auf insgesamt 18 feste Maschen. Also jede zweite Masche verdoppeln. Eine feste Masche, in die zweite häkel ich 2 feste Maschen, eine feste Masche. Und 2 feste Maschen noch einmal, dann ist die Runde komplett und ich habe 18 feste Maschen. Auch in der nächsten Runde nehme ich wieder 6 Zunahmen vor. Da verdoppel ich dann jede dritte. Also häkle ich erstmal 2 feste Maschen und in die dritte häkle ich 2 feste Maschen. Auch das mache ich wieder insgesamt 6-mal. So dass ich auf insgesamt 24 feste Maschen komme. Jede dritte Masche verdoppeln. So, nun häkel ich 4 Runden hier drauf, ohne Zunahmen. Ich lege mir dazu einen Faden vor die erste Masche als Markierung. Denn daran sehe ich dann sofort, wenn ich meine Runde gehäkelt habe und bin an dieser Markierung wieder angekommen, dass ich meine 24 festen Maschen gehäkelt habe. Also 4 Runden, a 24 Maschen häkeln wir nun. So, nach diesen 4 Runden häkel ich nun eine Runde mit insgesamt 3 Abnahmen. Da unsere Runde 24 feste Maschen hat, häkel ich jede 7. und 8. Masche zusammen. Ihr könnt euch auch den Faden, den Markierungsfaden am Anfang der Runde reinlegen oder ihr zählt einfach mit. Also ich habe 6 Maschen gehäkelt. Die 7. und 8. Masche häkeln wir zusammen und das insgesamt 3-mal. Wieder 6 feste Maschen häkeln. Und die 7. und 8. zusammen noch einmal. So,
wieder 6 feste Maschen und 2 Maschen zusammenhäkeln. Nun hat unsere Runde 21 Maschen. Ich lege mir den Markierungsfaden jetzt hier wieder rein. Auch in der nächsten Runde häkeln wir wieder 3 mal eine Masche zusammen oder nehmen 3 Abnahmen vor. Das heißt, wir häkeln erstmal 5 feste Maschen und häkeln die 6. und 7. zusammen. Insgesamt 3-mal jede 6. und 7. Masche zusammenhäkeln. Also wieder 5 feste Maschen, die 6. und 7. zusammenhäkeln. Noch ein letztes Mal. Dann haben wir unsere 3 Abnahmen für diese Runde geschafft. Und nun habe ich eine Runde mit 18 festen Maschen. Und nun häkeln wir wieder einige Runden hier drauf, ohne Zu- oder Abnahmen. Und zwar so viele Runden, wie ihr den Pilz groß haben möchtet. Der hier ist jetzt etwas kleiner. Ich möchte den hier etwas größer häkeln. Hierbei habe ich 5 Runden hier drauf gehäkelt mit jeweils 18 festen Maschen. Hier mache ich jetzt ein paar Runden mehr. Ich häkle jetzt hier 8 Runden mit jeweils 18 festen Maschen drauf. Aber da könnt ihr, je nachdem wie groß ihr den Pilz haben wollt, entsprechend viele Runden häkeln. So, nach diesen 8 Runden, beziehungsweise so viele Runden, wie ihr ihn hochhaben möchtet, häkle ich so einen kleinen Kragen hier außenrum. Dazu häkle ich nur in das äußere Maschenglied. Also wenn man von oben auf die Masche guckt, nur in den vorderen Faden reinhäkeln. Dort häkle ich eine feste Masche rein und 3 Luftmaschen. Und nun in die gleiche Schlaufe hier wieder eine feste Masche. Und das mache ich jetzt in alle 18 feste Maschen, nur in das äußere Maschenglied, in das vordere 3 Luftmaschen und in die gleiche Schlaufe hier unten wieder eine feste Masche. Ich zeige es noch einmal, nur hier in das von unten hier reinstechen, ups, dass man in der Mitte rauskommt. Dass man nur in diese vordere Schlaufe von dieser Masche häkeln, eine feste Masche, da drauf 3 Luftmaschen und in die gleiche wieder eine feste Masche. Also insgesamt 18 Mal. So sieht das Ganze nun von oben aus. Den brauchen wir im Moment nicht. Und nun häkeln wir in das hintere Maschenglied wieder weiter. Also schauen wir uns jetzt genau an, wo habe ich diese erste Schlaufe reingehäkelt. Und dort gehe ich nun in das hintere Maschenglied und häkel hier jetzt meine erste Masche der Runde rein. Und so häkel ich in jedes hintere Maschenglied jeweils eine feste Masche und insgesamt 18 Stück, weil die Runde 18 feste Maschen immer noch hat. Immer in dieses hintere Maschenglied, was jetzt noch übrig ist. So, wenn man hier bei dieser am Ende dieser Runde angekommen ist, schaut man jetzt wieder genau, wo die erste Masche war. Hier, das war die Schlaufe, die wir gehäkelt haben. Also gehe ich hier in diese Masche rein und ab jetzt habe ich wieder meine normalen Runden, wie das vorher von oben auch aussah. Jetzt häkle ich erstmal nochmal eine Runde mit 18 festen Maschen hier drauf. So, nun häkle ich in den nächsten Runden wieder jeweils 6 Zunahmen, bis ich bei 42 Maschen angekommen bin. Jetzt hat unsere Runde 18 feste Maschen. Jetzt können wir auch wieder eine Markierung einlegen. Wir nehmen 6 Zunahmen vor. Also verdoppel ich jede 3. feste Masche.
Ich häkel zwei feste Maschen und in die dritte Masche zwei Maschen. Insgesamt 6 Mal. Auch in der nächsten Runde nehmen wir 6 Zunahmen vor. Unsere Runde hat jetzt 24 feste Maschen. Das heißt, ich verdoppel jetzt jede vierte Masche. Ich häkel erstmal 3 feste Maschen und in die vierte noch eine fünfte feste Masche rein. Und das insgesamt 6 Mal, jede vierte Masche verdoppeln. Nun hat unsere Runde 30 feste Maschen. Jetzt verdoppel ich wieder insgesamt 6 Maschen. Das heißt, ich verdoppel jede fünfte Masche. Also häkel ich erstmal 4 feste Maschen. Und in die fünfte häkel ich noch eine weitere. Und das auch wieder insgesamt 6 Mal, dass ich insgesamt 36 feste Maschen habe. Nun kommt die letzte Runde mit Zunahmen. Wieder 6 Zunahmen. Und das heißt, ich verdoppel jede sechste feste Masche. Also häkel ich erstmal 5 feste Maschen. Und in die sechste Masche häkel ich noch eine siebte rein. Und das Ganze wieder insgesamt 6 Mal, jede sechste Masche verdoppeln. Dann komme ich auf insgesamt 42 feste Maschen. Das ist die letzte Runde mit den Zunahmen für diesen unteren weißen Teil vom Pilz. Nun haben wir den weißen Teil fertig. Ich mache zum Schluss immer gerne eine Kettmasche und schneide dann erst den Faden ab. Den können wir relativ kurz abschneiden. Dann ist der Teil schon mal fertig und den können wir jetzt beiseite legen. Nun geht es weiter mit dem roten Hütchen vom Pilz. Eben habe ich den Fadenring gezeigt, jetzt mache ich wieder eine Schlaufe. Das, was ihr lieber macht. Häkel hier 2 Luftmaschen rein und 6 feste Maschen in die Schlaufe. Genau wie der Anfang eben auch. Und auch hier wieder in der nächsten Runde jede Masche verdoppeln. Insgesamt hier auch wieder 6 Zunahmen, immer 2 feste Maschen, jetzt hänge ich fest, in jede Masche der Vorrunde. Und insgesamt haben wir dann auch hier wieder 12 feste Maschen. Also jede Masche verdoppeln und wir kommen jetzt auf 12 feste Maschen. In der nächsten Runde nehmen wir auch wieder 6 Zunahmen vor. Da verdoppeln wir jede zweite feste Masche. Eine feste Masche häkeln, in die zweite Masche 2 feste Maschen häkeln. Insgesamt auch wieder 6 Mal, dass wir auf insgesamt 18 feste Maschen kommen. Eine feste Masche, 2 feste Maschen reinhäkeln, eine feste Masche, die zweite verdoppeln, noch einmal und dann haben wir unsere Runde mit 18 festen Maschen. Auch in der nächsten Runde nehmen wir wieder 6 Zunahmen vor, da verdoppeln wir jede dritte feste Masche, 2 feste Maschen häkeln, in die dritte 2 feste Maschen, das insgesamt 6 Mal wieder. Noch eine Runde mit 6 Zunahmen. Wir haben jetzt 24 feste Maschen gehabt. Jetzt verdoppeln wir jede vierte. Also häkeln wir 3 feste Maschen und in die vierte 2 feste Maschen.
Hier wieder 2 rein und das insgesamt wieder 6 Mal, jede vierte Masche verdoppeln. Nun häkle ich erstmal 2 Runden ohne Zunahmen hier drauf. Hierzu benutze ich jetzt wieder meine Markierung und häkle jetzt einfach 2-mal rund, bis ich da wieder angekommen bin. Unsere Runde hat 30 feste Maschen. Also 2 Runden mit jeweils 30 festen Maschen häkeln. Nach diesen 2 Runden ohne Zunahmen häkeln wir 2 Runden mit jeweils 3 Zunahmen. Da unsere Runde 30 feste Maschen hat, verdoppel ich jetzt jede zehnte. Also häkle ich jetzt erstmal 9 feste Maschen. 6, 7, 8, 9 und in die zehnte häkle ich 2 feste Maschen und das Ganze noch 2-mal. 5, 6, 7, 8, 9 und in die zehnte häkeln wir jetzt auch wieder 2 und das Ganze noch 1-mal. Bis wir an unserem Rundenanfang an der Markierung auch wieder angekommen sind. Und dann hat unsere Runde jetzt 33 feste Maschen. Und hier drauf noch eine Runde mit 3 Zunahmen. Das heißt, wir verdoppeln jede 11. feste Masche. Also häkle ich erstmal 10, 4, 5. 7, 8, 9, 10 und in die 11. noch eine 12. rein und das Ganze jetzt noch 2-mal, dass wir insgesamt wieder 3 Zunahmen in dieser Runde haben und unsere Runde hat dann insgesamt 36 feste Maschen. So, da waren jetzt wieder 2 Maschen und jetzt noch 1-mal am Ende der Runde eine Masche verdoppeln. Also jede 11. Masche verdoppeln wir in dieser Runde und haben jetzt 36 feste Maschen. Und hier drauf häkeln wir nun wieder 2 Runden mit jeweils 6 Zunahmen. So, wir haben jetzt 36 feste Maschen. Also verdoppeln wir jetzt jede 6. feste Masche. 3, 4, 5 und in die 6. noch eine 7. und das Ganze insgesamt 6-mal bzw. so oft wiederholen, bis wir bei der Markierung am runden Anfang wieder angekommen seid. Nun noch eine Runde mit 6 Zunahmen. Da verdoppeln wir jede 7. feste Masche. Also erstmal 6 feste Maschen häkeln. 4. Ups. Nadel rausgegangen. 5. Und 6. Und in die 7. häkle ich noch eine 8. Und das insgesamt wieder 6-mal. Jede 7. Masche verdoppeln, dass wir auf insgesamt 48 feste Maschen kommen. Nun haben wir 48 Maschen. Ich lege mir die Markierung jetzt wieder hier oben rein, denn nun häkel ich einfach eine Runde hier drauf, ohne Zu- und Abnahmen, mit insgesamt 48 festen Maschen. Also einfach eine Runde häkeln, einmal rund häkeln, bis ihr an dieser Markierung wieder angekommen seid. Nach dieser einen Runde mit 48 Maschen häkeln wir eine Runde mit 6 Abnahmen. Da häkeln wir jetzt jede 7. und 8. Masche zusammen. Also erstmal 6 feste Maschen häkeln und die 7. und 8. Masche häkel ich zusammen. Das Ganze noch 5-mal, also insgesamt 6-mal, bis ich an dieser Markierung wieder angekommen bin. Nun hat unsere Runde 42 feste Maschen, wie der untere weiße Teil auch. Wir
können schon mal in den Stiel hier unten etwas Füllwatte reinstopfen. Wir stopfen das Ganze aber auch gleich nochmal nach, wenn wir das Ganze miteinander verbunden haben. Dazu gehe ich jetzt schon mal als erstes in die nächste Masche mit der Häkelnadel rein. Nehme mir jetzt den unteren Teil dazu und gehe hier auch durch eine beliebige Masche mit der Häkelnadel durch. Und so packe ich das Ganze jetzt aufeinander und häkel das Ganze Masche für Masche zusammen. Jetzt wieder in die nächste Masche von dem roten Bereich, durch die nächste freie Masche von dem weißen Bereich. Und so häkel ich das jetzt rundherum zusammen. Kurz bevor ihr alle Maschen gehäkelt habt, müssen wir dann aber noch mit Füllwatte ausstopfen. Also häkelt erstmal 30, 35 Maschen, dass auf jeden Fall noch eine Öffnung da ist, wo wir das Ganze ausstopfen können. So, nun habe ich hier noch eine kleine Öffnung und da nehme ich jetzt meine Watte und stopfe die hier rein. In beide Richtungen, nochmal in unten dem Stiel etwas nachstopfen und auch oben das Hütchen ausstopfen. So feste, wie ihr das gerne ausgestopft haben möchtet. Und dann den Rand fertig zusammenhäkeln. So, das ist meine letzte feste Masche. Dann habe ich 42 feste Maschen gehäkelt. Dann mache ich nochmal eine Kettmasche in die erste Masche, die ich in der Runde gehäkelt habe. Schneide den Faden ab und vernähe ihn nun einfach noch ein wenig mit der Häkelnadel. So, dass es auf keinen Fall sich wieder damit es auf keinen Fall wieder aufgehen kann oder sich der Faden rausziehen kann. Zum Ende ins Innere ziehen. Und schon ist der Pilz auch fast fertig. Nun braucht er nur noch ein paar weiße Pünktchen obendrauf. Hierzu schneiden wir einfach einen weißen Faden etwas länger ab. Und wenn ihr habt, nehmt ihr eine Stopfnadel. Mit der Häkelnadel ist das ein bisschen aufwendiger. So, das Garn ist sehr dick. Gucken, ob ich das in diese Nadel kriege. Jawohl. Und nun fixiere ich den Faden einfach in den weißen Bereich, weil es die gleiche Farbe hat, indem ich hier auch einfach um eine Masche drum nähe, damit es auch wirklich alles schön stabil ist und die Punkte oben nicht abgehen. Und dann mache ich einfach verteilt hier oben auf den roten Bereich, dass ich um einzelne Maschen zwei-, dreimal rumnähe. Und so nähe ich grob verteilt hier noch ein paar weiße Pünktchen drauf. Ihr könnt auch kleine Perlen drauf nähen. Oder die Punkte aufmalen, zum Beispiel mit weißer Acrylfarbe. Oder aus Filz größere Punkte ausschneiden, wenn ihr ein paar größere Punkte drauf haben wollt und die aufkleben. So könnt ihr den Pilz noch ein bisschen nach Belieben verzieren. Und am Ende sieht es dann so wie bei diesem aus. Und hier seht ihr auch, dass die Größe ein klein wenig anders ist. Der hier ist jetzt ein kleines bisschen größer. So kann man die in verschiedenen Größen häkeln und als Deko irgendwo platzieren. So stehen sie natürlich nicht. Ihr könnt sie ja noch, wenn ihr eine schöne Holzscheibe habt oder so,
mit Heißkleber draufkleben, zum Beispiel. Da fällt euch bestimmt was ein, wie ihr diese Pilze schön einsetzen könnt. Viel Spaß beim Nachhäkeln!